Ja, also die erste spannende Frage ist natürlich bei Open Education Resources, was ist eine Open Education Resource, eine freie Bildungsressource denn überhaupt wert? Das ist eine spannende Frage, weil man könnte lapidar meinen, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Aber so einfach kann man das natürlich nicht abhandeln und daher gibt es also eigentlich zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist input-orientiert und der andere output-orientiert. Input-orientiert heißt eigentlich, man hat etwas umgesetzt und versucht zu messen, was das jetzt wert ist. Das könnte zum Beispiel sein in Form von Arbeitszeit. Man hat x Stunden verbraucht, um also ein Material zu erstellen. Das sind die Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden kann man mit einem Stundensatz rechnen, wobei man hier so meistens also ehrenamtliche Arbeitszeit, dafür gibt es einen Stundensatz, ansetzen kann. Oder man geht zum Beispiel auch her, wie im Fall der Wikipedia, da gibt es also auch hier Masterarbeiten darüber, wie man zum Beispiel den Wert der Wikipedia bestimmen kann. Und den kann man natürlich bestimmen, zum Beispiel aufgrund Anzahl der Wörter. Also es sind so viele Wörter in einem Artikel, man rechnet hoch, wie lange man in etwa für so ein Umsetzen eines Artikels braucht und kann also daraus den Wert also dieser freien Bildungsressource einfach hochrechnen. Oder man geht auf Edits los, wie oft wurde editiert und so weiter und versucht also hier wieder etwas zu rechnen. Das heißt, in Summe gesehen, also geht es, wie lange hat das gebraucht für die Erstellung und das macht man an irgendeinem Satz fest und rechnet also hoch, was es gekostet hätte, diese Materialien am Markt also einfach zu erzeugen. Und daraus bestimmt sich dann also der Wert dieser Bildungsunterlage im Fall eines input-orientierten Ansatzes. Der zweite Ansatz ist output-orientiert. Das würde heißen, was ist der Wert für den eigentlichen Nutzer und den Benutzer dieser Bildungsressource. Das heißt, es könnte sein, was ist das Buch am Markt wert, wenn es herauskommen würde, was sind vergleichbare Konkurrenzprodukte. Man könnte auch sagen, der Wert zum Beispiel messen, indem man sagt, was ist bei anderen Produkten, bei den Konkurrenzprodukten gibt es jetzt Einsparungspotenziale, die werden schlechter verkauft, das ist also der Wert also dieser Bildungsressource. Was ist PR-Marketing-Ansatz wählen und sagen, okay, also die Verbreitung ist zu groß und das kostet uns so viel und so weiter. Es ist also, wie man sieht, relativ schwer. Man kann also hier natürlich ein paar theoretische Ansätze wählen, aber es ist natürlich schwer zu bestimmen, was ist eigentlich wirklich der Wert also dieser Bildungsunterlage, weil man natürlich also nicht reell monetäre Werte ansetzen kann. Aber natürlich, wie wir es aus dem Marketing können, können wir sagen, wir haben x Downloads und das würde also das und das einem sogenannten Werbewert entsprechen. Und so versucht man sich also auf den Wert der Bildungsressource quasi irgendwie zu bewegen. War die erste Frage, ja. Mhm. Die zweite Frage ist jetzt Finanzierungsmodelle. Jetzt ist natürlich eine noch spannendere Frage, wie finanziert man also freie Bildungsmaterialien? Das kostet nichts, der Benutzer kann sie also frei verwenden. Das heißt also, da ist also kein direkter Geldfluss. Aber trotzdem ist natürlich so etwas, was nichts kostet, heißt ja nicht, dass es also quasi auch gratis erstellt wird, sondern natürlich also auch die Erstellung durchwegs sehr hohe Kosten oder die gleichen Kosten wie herkömmliche Bildungsmaterialien verursachen. Und da gibt es also zwei Ansätze. Ich darf das also kurz malen, wenn ich also hier in der Mitte den Kreis sehe, das ist jetzt mein OER-Material. Ich schreibe also hier OER hinein, das ist das Bildungsmaterial, das erstellt worden ist. Und jetzt kann es also sein, es gibt jetzt die erste Möglichkeit, die heißt dann Vorfinanzierung. Also ich schreibe das jetzt hier so her, das ist die Vorfinanzierung. Oder natürlich, es gibt eine zweite Möglichkeit beim Finanzierungsmodell, eine sogenannte Refinanzierung, also hinten nach. Refinanzierung. Das heißt, also zwei Möglichkeiten im Wesentlichen. Man hat also entweder die Idee, es gibt also jemanden, der das bezahlt, diese Bildungsressource für die Erstellung. Das könnte sein die öffentliche Hand, das Ministerium, die Hochschule, die Bildungsinstitution, die Interesse hat, also dieses Bildungsmaterial zu erzeugen. Die nimmt auch die Kosten dafür in die Hand. Das könnte natürlich sein irgendjemand, der von den Unternehmen das Interesse hat, dass das also nachher zur Verfügung steht, bis hin also zur Gesellschaft, die einfach sagt, ja, wir möchten, dass das finanziert ist, dass wir das haben und nachher soll es aber allen zur Verfügung stehen. Und die Refinanzierung ist eigentlich das Umgekehrte. Man erstellt mit einem gewissen Risiko die Bildungsmaterialien und hofft, dass man dann durch geeignete Maßnahmen, das könnten jetzt Spenden sein, Werbemaßnahmen zum Beispiel, auch dieses Geld für die Erstellung also quasi wieder hereinbekommt. Ja, also
Vorfinanzierung ist etwas, wie gesagt, wo eine meistens also die öffentliche Hand dahinter steht oder auch Universitäten, Schulen, die quasi die Erstellung finanzieren. Die Erstellung vielleicht finanzieren, indem sie sagen, das passiert innerhalb der Arbeitszeit. Ich stelle aus Arbeitszeit Ressourcen in die Hand, bis hin also zu sehr modernen Formen des Crowdfundings, wo man sagt, die Gesellschaft, man stellt das Projekt vor, schaut, ob man in einem gewissen Zeitraum also die Finanzierung aufstellen kann. Und wenn ja, dann wird also dieses Produkt, sage ich jetzt einmal, umgesetzt und dann steht es also allen also auch natürlich auch wieder zur Verfügung. Refinanzierung, das kann auch also sehr vielfältig sein. Also der Klassiker sind natürlich, was sehr bekannt ist, sind also Werbeeinnahmen, dass man sagt, ja, pro Download gibt es eine gewisse Anzahl an Geldfluss. Man könnte natürlich hergehen, zum Beispiel andere Modelle fahren, sozusagen ich mache Werbeeinschaltungen in dem Produkt, bis hin natürlich auch zu Spenden. Ja, man sagt also, was man kennt aus dem Bereich Open Source, dass man dem Entwickler quasi Geld spendet, oder auch durch andere Produkte, die also nicht das Core-Produkt betreffen. Ich sage mal, das könnte also das ein Buch sein, ein Schulbuch, und dann gibt es also eine App dazu, möglicherweise Übungsmaterialien oder Videos, und die müssen dann vielleicht als sogenanntes Add-on geringfügig bezahlt werden, mit der Idee, quasi also des gesamten Prozesses also wieder zu refinanzieren. Mit anderen Worten, es gibt Finanzierungsmodelle, die sind natürlich schwierig, weil diese Kosten der Erzeugung bei Bildungsmaterialien traditionell immer schon sehr hoch waren. Die Stundensätze oft, also natürlich gerade bei Experten sehr, sehr hoch sind. Und die Frage ist also, wie weit natürlich das Gesamte hier wieder finanziert werden kann. Und natürlich sehen wir auch in der Praxis, dass es meistens auch ein Mix ist. Man hat eine gewisse Vorfinanzierung, die ist aber vielleicht noch nicht kostendeckend oder ausreichend, und dann wird zum Teil wieder über Refinanzierung eine Kombination gemacht, um also das Ganze zu finanzieren.